Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Russian Fishing Film mit dem Alle Water Frank. Wir sind immer noch hier am 20er See. Wir wollen heute mal ein bisschen mit der Baitcaster, mit dieser Route hier, Casting-Route und mit der Rolle. Die Rolle habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das ist jetzt die Siberia Steelhead 600R, 16 Kilo habe ich mir jetzt zusammengespart die letzten 6 Tage. Und die habe ich mir jetzt hier auch am 20er See gekauft, weil die nirgendwo billiger war. Und habe jetzt 207 Meter Schnur drauf. Ich hoffe, das reicht. Aber jetzt hier, die 1000 Meter, habe ich jetzt von dem Pepper geschenkt bekommen. Ist ein bisschen viel, 1000 Meter. Man kann das leider ja nicht zurechtschneiden. Ich würde das jetzt gerne mal hier auf diese 207 Meter zurechtschneiden und die restlichen 800 Meter sozusagen wegpacken. Aber das ist leider noch nicht möglich. Ja, die hat 22 Kilo, die Devil Braid. Dann halt habe ich jetzt ein 22 Kilo Stahlvorfach. Und halt den Blast Funky Minnow. Und wir angeln halt ganz normal mit Wobbler. Und dann fahren wir mal zu einer neuen Stelle, weil am Kraftwerk die Stelle funktioniert nicht mehr so. Man kann da noch angeln, aber man hat nicht mehr so eine hohe Bissfrequenz. Deswegen fahren wir jetzt zu einer anderen Stelle. Bootsmietschein habe ich noch. Also Boot habe ich noch ein paar Tage gemietet. Fahren wir mal los. Und dann schauen wir einfach mal, was wir jetzt mit der neuen Ausrüstung so alles machen können hier. Ich hoffe mal, ich habe noch ein bisschen Essen mit. Oh, ist ja alles leer hier. Das ist natürlich nicht so gut. Müssen wir uns halt ein bisschen noch mit dem Alkohol zufrieden geben. Können wir schon mal hier mal die ein oder andere Flasche schon mal trinken. Ja, die neue Stelle, die ist hier zwischen den Inseln. Da fängt man halt auch viel Lachs. Rapfen eher weniger. Döbel auch ab und zu. Und ich habe auch schon den einen oder anderen Hecht hier gefangen. Ja, das sind eigentlich so die Fische, die hier am meisten beißen. Wenn wir jetzt Sonne. Mal gucken, wie es so bei Sonne beißt. Wir haben sonst immer viel bei Wolke geangelt. Und dann stellen wir uns jetzt hier ungefähr auf 105 und dann so 114, so 105, 100, ja, so 105, 114 ist okay. Sollten wir schauen. Noch ein bisschen rüberfahren. Vielleicht noch ein bisschen höher. Hier war eigentlich schon eine sehr hohe Bissfrequenz. Auch nachts war hier eigentlich ganz gut. So, jetzt sind wir gleich 105. Jetzt müssen wir ein bisschen nach Norden fahren. So, jetzt sind wir gleich 105 hier. War hier ungefähr. Hier so ungefähr. Hier kann man eigentlich stehen bleiben. So, machen wir Motor aus. Anker raus. Route in die Hand, aufstehen. Ja, hier mit der Casting-Route werfen wir jetzt hier so Richtung Burg oder Richtung Wall. Also vielleicht, ich sag mal, ich probiere jetzt mal mit 14. Bremse machen wir mal noch nicht ganz so hoch. Da muss ich mal schauen, wie die so der Ausschlag ist. Und dann werfen wir einmal volle Kanne aus. Oh, jetzt haben wir die. So, und jetzt müssen wir gucken. Er dreht natürlich langsamer. Aber ihr seht schon, die Twitch-Meldung ist wieder gekommen. Also Twitchen funktioniert auf der Stufe ganz gut. Mal gucken, ob man ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller einkurbelt. Müsst ihr halt mal ein bisschen probieren. Dann gucken wir mal. Hier sind jetzt auch 16 Leute. Also ihr seht, wieder sehr viel los hier. Oh, da haben wir gleich was Großes. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schauen wir mal, jetzt haben wir die Route zwar nach oben gehalten, aber ich gucke mal, ob ich den jetzt rauskriege.
Bremse könnten wir sogar noch ein bisschen erhöhen. Hier haben wir nochmal einen Lachs, ja? 6 Kilo einfach so rausgehoben. Also ihr seht schon, mit ein bisschen besserer Ausrüstung oder halt deutlich bessere Ausrüstung läuft das hier auch schon wieder ganz anders. Können wir die Bremse, glaube ich, noch ein bisschen. Ich mache mal auf 29. Ich will natürlich nichts, dass hier was abreißt, aber probieren wir einfach mal 29. Sollte trotzdem funktionieren. Dreht sich das Boot hier noch einmal. Also wie gesagt, Lachs ist hier halt sehr, sehr häufig. Und Rapfen wirklich ganz, ganz selten. Also vielleicht, wenn man Glück hat, mal so einer von 15 Fischen ist mal ein Rapfen. Ich bin mal gespannt. Jetzt habe ich mal die Bremse auf 29. Wenn er jetzt was Großes beißt, wie weit der ausschlägt, bin ich mal gespannt. Man hört jetzt auch das Geräusch von der Rolle. Ist wirklich ja, komplett anders als die Stationärrolle. Habe jetzt übrigens das auch komplett ausgeskillt. Also Casting-Route ist ja das gleiche wie Spin-Route, die Punkte. Dann die Casting-Rolle 5 Punkte und 3 Punkte im Wobbler. Wie gesagt, ihr könnt ja auch mal probieren, mal so in die anderen Richtungen zu werfen, aber ich hatte halt bisher am Burgwall die meisten Erfolge. Oh, da haben wir schon was. Oh, der ist, glaube ich, der ist ausgeschlitzt. Okay. Der ist ausgeschlitzt, ja, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht nicht gleich die Route komplett hochreißen. Ab und zu ist das ja mal so. Ja, die Casting-Route, die habe ich jetzt für 1100 am Fluss gekauft. Die war da im Angebot. Beziehungsweise war da verfügbar. Und da ist natürlich am Fluss natürlich am günstigsten. Ich werde jetzt mal das nächste Mal nicht gleich die Route hochreißen, sondern erstmal vielleicht normal versuchen zu drillen. Bei der Spinning-Route hat das immer ganz gut geklappt. Im Hochreißen, aber hier. Doch, man müsste hier schon. Das ist was ganz Kleines, wa? Jetzt muss ich doch Rechtsklick drücken, okay. Kleinen Mini-Döbel, 130 Gramm hier. Sehr schön. Ich schmeiß mal so ein bisschen Richtung. Den Turm. Da haben wir früher auch so da eine Gegend, sag ich mal, wo jetzt auch die Brücke da vorne ist, hatten wir auch immer ganz gut Rapfen gefangen. Aber man merkt hier halt wirklich auch, wenn jetzt hier Wolke ist, fängt man deutlich besser, ne? Also Sonne ist jetzt wirklich nicht so top zum Angeln. Also Wolke oder Regen ist eigentlich wesentlich besser. Nur nochmal einen kleinen. 650 Gramm. Gesagt, bin echt gespannt, wenn hier nochmal ein größerer beißt. Kann er sonst nachher nochmal ein bisschen weiter angeln. Wenn ich jetzt hier keinen großen krieg, vielleicht dann. Oh. Vielleicht später nochmal einen schönen Drill haben. Das hat auch mehr Zufall halt, je nachdem, wie was hier beißt. Aber ich habe halt hier mehr Erfolg, als wenn ich mich jetzt hier da vorne an den Burgwall stellen würde. Und dann hier quasi auf meinen Platz schmeiße. Habe ich von der anderen Seite, also von hier aus quasi. Mehr Erfolg. Also war so mein Empfinden, so wo ich jetzt hier ein paar Tage geangelt habe.
Ihr seht schon, im Chat sind wieder viele Lachse gefangen worden. Ah, Kiezkarl ist auch da. Also nochmal direkt Richtung Burgwall. Aber sieht schon echt lustig aus, so mit dieser großen Rolle und dann diese kleine Casting-Route. Oder diese recht dünne Casting-Route, sagen wir mal. Ich würde sonst, wenn jetzt wirklich hier jetzt nichts mehr geht, jetzt ist auch Mittag, hier ein bisschen weniger los, würde ich sonst nochmal reinschneiden, sobald ich jetzt hier wieder was Größeres am Haken habe, beziehungsweise wenn es wieder hier gut läuft und die Bissfrequenz ein bisschen höher ist. Wie gesagt, mittags ist halt bei Sonne immer echt wenig los. Frequenz recht niedrig. Oh, da, oh, da haben wir doch nochmal einen größeren. Oh, holen wir einfach mal so einen Wels raus. Alles klar. 8,4 Kilo. Einfach mal so rausgeholt. Na, probieren wir nochmal ein, zweimal. Wels ist eigentlich immer kein gutes Zeichen. Wels ist immer so. Das war halt auch, wo das am Kraftwerk nicht mehr so gut lief. Hat man halt. Oh, nochmal was Größeres. Hat man halt sehr viel Wels gefangen. Das ist quasi so der Nietenfisch hier. Also keiner will ihn haben. Und bringt ja auch nicht viel Silber, bringt auch nicht viel Erfahrung. Ich habe, glaube ich, für einen 14, 15 Kilo Wels, ja, gerade mal, dass ich 2000 Erfahrungen gekriegt. Das war echt ein Witz und. Ah, das macht doch keinen Spaß. Man drillt ewig mit den Welsen und. Nee. Das muss nicht unbedingt sein mit dem Wels. Dann haben wir gleich nochmal einen 3,1er Lachs hinterhergezogen. Ja, Russian Fishing macht mir zurzeit wirklich am meisten Spaß von den ganzen Angelsimulationen. Also muss ich wirklich sagen. Wo ich gestern da bei Ultimate Fishing reingeguckt habe. Also mir hat das nicht wirklich Spaß gemacht. Oh, 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 oh. Ah, das war, glaube ich. Das war, glaube ich, wieder ein Phantombiss. Ah, schade, schade, schade. Ja, manchmal. Manchmal hat man so diese krassen Bisse, wo dann kein Fisch dran ist. Ja, nee, also gestern das bei Ultimate Fishing. Also da ist wirklich noch, ja. Viel, viel, viel zu tun und ja. Dann lieber Russian Fishing spielen, ganz ehrlich. Ja, er holt natürlich hier recht schnell die Route hoch, ne? Also kann schon passieren, dass dadurch auch Ausschlitze entstehen. Wenn er die Route so wahnsinnig schnell nach oben holt. Könnte auch hier vielleicht mal hinschmeißen. Ich schmeiß mal hier hin. Wie gesagt, probiert hier an dem Spot mal ein bisschen aus. Gucken, wie lange der noch so beliebt ist. Aber ansonsten könnt ihr halt auch einfach entweder beim Cevaca bei YouTube mal gucken. Der hat eigentlich immer so richtig gute Stellen, wo man gut angeln kann. Oder halt, ja, ihr seht ja zum Beispiel hier, wenn ich jetzt Q drücke, seht ihr ja, wie viele Leute hier ungefähr an der Stelle sind. Dann wisst ihr schon ungefähr,
wo halt die Leute gut fangen, oder ihr könnt das ja im Chat dann auch beobachten, wie viel da gefangen wird und dann einfach mal ein bisschen ausprobieren, wenn ihr jetzt ja lange jetzt nach einer guten Stelle sucht und keine findet. Ich glaube, es ist auch wieder ein Döbel, oder? Haben wir da? Ja, ein Döbel. 1,4 wieder. Glaube ich, wieder ein Döbel, wa? Döbel-Time hier. Drei Döbel hintereinander hier, was geht? Ah, ein schöner Rapfen ist halt wirklich hier echt selten. Man fängt zwar ab und zu mal ein, so zwischen 3 und 4 Kilo. Der bringt ja auch gut Silber. Aber halt recht selten hier. Die andere Stelle, die war für Rapfen auf jeden Fall wesentlich besser geeignet. Aber da ist halt wirklich ja die Bissfrequenz so niedrig geworden und viele Welse halt da am Kraftwerk. Das macht halt wenig Sinn, da jetzt noch zu angeln. Also wenn man jetzt, sag ich mal, auf Erfahrung und Geld aus ist, macht das halt nicht so viel Sinn. So, einmal werfe ich noch aus, dann schneide ich ansonsten nachher mal ran. Nochmal einen größeren Fisch kriegen. Ja, ich angle immer noch mit dem gleichen Wobbler hier. Wie gesagt, man kann auch andere Farben mal probieren. Vielleicht gibt bei einem eine andere Farbe besser. Das ist bestimmt auch wieder ein Döbel, schätze ich. Oder? Nee, das ist wieder ein Lachs. Nee, ein Döbel. Ist doch ein Döbel. 1,3. Ja, wie gesagt, egal wo man jetzt hier hinwirft. Jetzt hat man gerade einen Döbel hier nach den anderen. Aber ist ja auch gut. Bringen auch gut Silber, sobald die halt im Chat auftauchen. Bringen die immer ganz gut Silber. Aber ich freue mich endlich mal mit angemessenem Equip hier am 20er See zu angeln. Macht halt endlich mal wieder ein bisschen mehr Spaß. Fische halt auch schön rausholen. Und wenn man halt wirklich mal einen schwereren hat, klar, dann hat man ja seinen Drill. Aber da bin ich echt mal gespannt, wie sich das denn so verhält. Wenn hier was Schweres beißt. Gut, dann würde ich sagen, schneide ich dann nachher nochmal rein, wenn ich was Schweres hier dran habe. Ansonsten melde ich mich dann nochmal, wenn jetzt nichts Schweres beißt, am Ende des Tages. Und dann können wir nochmal verkaufen gehen, mal gucken, was wir so gefangen haben innerhalb von diesem Tag. Alles klar, dann erstmal bis gleich. So, jetzt sind die letzten Minuten des Tages angebrochen. Schweren Biss hatte ich jetzt noch nicht. Wir angeln jetzt noch ungefähr so bis 23 Uhr weiter. Und dann gehen wir verkaufen. Hab jetzt 19 Fische im Kescher auch nochmal. Oh. Jetzt haben wir was richtig Schweres. Oh, da habe ich ja genau richtig reingeschaltet wieder hier. Alter Schwede, jetzt haben wir was richtig Schweres. Da mache ich jetzt auch keinen Rechtsklick. Ja gut, da habe ich ja nochmal genau richtig reingeschaltet hier. Den drillen wir jetzt mal schön. Der ist, glaube ich, richtig hart. So wie der hier gerade zieht. Also das könnte an die 10 Kilo sein, Lachs oder was auch immer. Es bewegt sich nicht. Ist es ein Wels? Der bewegt sich ja gar nicht. Das könnte jetzt auch ein Wels sein. Oder ein Zander oder was? Ah, jetzt bewegt er sich. Ne, ist doch kein Wels, ne, oder? Ne, das sieht nicht aus wie ein Wels. Gehen wir den jetzt schon raus? Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Kriegen wir den jetzt schon hoch hier? Gucken, ob wir den rankriegen und sehen, was das ist. Er fühlt sich echt komisch an. Also, gucken wir mal, jetzt geht natürlich unsere Energie runter. Haben jetzt natürlich auch nichts mit zu essen. Na, den kriegen wir so schnell doch nicht raus. Ich glaube, den müssen wir noch ein bisschen drillen hier.
Kriegen wir so schnell nicht raus. Kommt doch nicht an die Oberfläche. Hier muss man jetzt halt gucken, drillt man da jetzt weiter oder wartet man lieber, bis der wirklich K.O. ist. Jetzt ist der unterm Boot hier. Drillen wir lieber noch ein bisschen. Natürlich die Energie richtig runtergegangen. Wir haben jetzt natürlich auch nicht großartig Reserve. Ich werde nochmal schnell was trinken hier. Jetzt nimmt er sich wieder Schnur, okay. Ja, das ist was Größeres. Das ist was Größeres. Das kriegen wir jetzt so schnell nicht raus. Den kriegen wir so schnell nicht raus. Wie gesagt, jetzt wirklich die Energie mit der Energie haushalten. Das ist richtig schwer. Aber da schauen wir mal, ob wir den hier vernünftig rauskriegen. Müssen wir halt gucken, dass wir Energie regenerieren. Ich habe nur noch Alkohol mit, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Guck mal rein. Müssen wir uns jetzt regenerieren. Ich habe leider keine Cola oder keinen Snickers mehr. Oha. Na, kommt der jetzt hoch? Kommt der jetzt hoch? Aber wir haben wenig Energie. Ah. Oh, oh, oh. Hätten wir doch lieber noch Essen und Trinken mitnehmen sollen, wa? Nicht nur Alkohol hier, aber immer wieder typisch ich hier. Nur wieder mit Alkohol unterwegs. Ja, gerade wenn der im roten Bereich ist, hier die Energie leistet, das ist nicht gut. Er pumpt ja auch automatisch immer. Dieses automatische Pumpen, das können die auch mal ein bisschen wegpatchen hier. Das ist ein bisschen nervig. Na, die Energie regeneriert sich auch nicht wirklich. Gucken wir mal, ob wir den rauskriegen hier. Er kämpft hier richtig hart. Das ist auf jeden Fall kein Wels. Das ist ein Lachs oder irgendwas, aber kein Wels. Irgendwas Schweres ist das jetzt hier. Müsste, glaube ich, nochmal einen Schluck Wein trinken hier. Ja, ich glaube, der Alkohol macht die Energie immer nur weniger. Ah, nein. Na, mal gucken. Ich warte jetzt einfach mal, bis der sich ein bisschen regeneriert hat hier. Da haben wir ja nochmal einen ordentlichen Drill hier zum Ende. Na, können wir jetzt auch nicht einholen großartig. Das ist... Da können wir nicht großartig rollen hier. Der drillt so, rollt so langsam hier. Kurbelt zu langsam ein hier. Ich probiere jetzt auch mal ohne Shift. Wirklich nur mit Linksklick. Aber ihr seht schon, die Spannung ist so hoch. Mal gucken, was das ist. Zum Glück schwimmt er uns hier nicht weg. Das ist ja schon mal. Ist ja schon mal gut. Versuchen wir den mal langsam. Jetzt können wir schneller einkurbeln, okay. Jetzt kommt er, glaube ich. Jetzt müssen wir ihn hochholen. Jetzt müssen wir ihn rausholen. Aber Bremse hört sich immer noch so an und unsere Energie ist gleich weg. Haben wir gleich ein Problem. Und der kämpft immer noch, ne? Der hat noch nicht, der ist noch nicht vorbei, der Spaß hier. Den kriegen wir auch so, glaube ich, nicht hoch. Den kriegen wir so nicht raus. Der kommt auch nicht hoch hier. Das ist das Problem. Was auch immer das jetzt ist. Die Energie gleich komplett weg. Naja, das macht so keinen Sinn hier. Der ist zwar so dicht, aber wir kriegen ihn nicht raus. Irgendwas ist das hier. Muss noch ein bisschen Energie wieder. Nehmen wir den jetzt mal raus. Weiß ja nicht, was jetzt genau, wenn die Energie jetzt komplett niedrig ist. Mal sehen, was dann passiert. Ich glaube, er kommt jetzt. Na, komm an die Oberfläche. Komm an die Oberfläche, mein Freund. Die Energie komplett aufgebraucht. Ich versuche trotzdem mal weiter zu drillen, aber... Ach, da ist er. Ist ein Lachs. Ist ein Lachs. Ich wollte jetzt mal Leertaste drücken. Hauptsache, der schwimmt jetzt nicht wieder davon. Dann nimm ihn dir. Boah, 10,7. Alter Schwede. Ja, hat sich zwar nicht so viel Schnur genommen, war immer bei uns hier in der Nähe, aber schönes Ding. 10,7. So, zum Abschluss nochmal. 21.000 Erfahrung. Ja, super Ding. Da würde ich sagen, gehen wir mal verkaufen. Packen mal die Route ein hier. So, setzen uns hin. Motor an. Dann gehen wir mal verkaufen. Wir haben jetzt genau 20 Fische. Und das war jetzt, ja,
nicht ein ganzer in jedem Tag, aber sag ich mal, wo es Tag ist. So, dann gehen wir mal verkaufen. Ja, der Drill ging jetzt ungefähr 6 Minuten. Aber gut, ist ja okay, ne? 10,7 Kilo, war alles in Ordnung. So, ich bin auch gleich wieder zu Hause. Dann schauen wir mal, was wir jetzt für unsere Fische bekommen. Als Lohn für den harten Arbeitstag hier. So, gucken wir mal. Also, wir haben jetzt... Ja, für den kriegen wir 40, 10,7. Ja, der Wels bringt natürlich wieder nicht so viel. Der nochmal 22, 11. Denn die Rapfen, habe ich noch einen 3 Kilo Rapfen gefangen, 15. Die jeweils so um die 2 Kilo bringen so bis zu 10 Silber. Die Döbel hier 1,45 Silber. Ja, dann gehen wir mal verkaufen. Ja, 151 Silber, das ist doch in Ordnung. Ne, so für einen, ja, fast einen Ingame-Tag, sagen wir mal so. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle, ja, erstmal vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge. Euer Waterfrank. Tschüss.